du schon gehört, auf Facebook ist eine Diskussion jetzt aufgekommen über deine Tätigkeit da an der Analysewand. Ob das jetzt ein Fake ist oder ob das jemand anders steuert, die Bewegungen, die Pfeile. Wie fake? Nein, ob das wirklich du bist, der da drauf druckt oder so? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Das ist ja auch nicht der Eiffelturm da hinten. Ja, sondern wir sind in Wahrheit in Klagenfurt im Minimundus. Denn dann wird das Adrenalin schon aus die Ohren spritzen. Einmal gleich noch. Weil? Ich wünsche mir auch nochmal. Okay. Denn dann wird das Adrenalin schon aus die Ohren spritzen. Ich sterbe gerade, aber es geht. Aber grundsätzlich ist unsere Aufgabe, unsere Jungs wieder hinzurichten. Wenn ihn einer wieder hinrichten kann, dann ist es wahrscheinlich Jürgen Klopp. So, jetzt müssen wir das noch interpretieren. Der Stern der Österreicher, der jetzt im nächsten Spiel aufgehen wird. Ja, hoffentlich. Also, hoffentlich. Soll eigentlich ein Sonder sein. Roman. Was wird das sagen? Roman Berni. Helge. Vorstellen. Ja, ich habe alles gesagt. Ich kann da nichts mehr hinzufügen. Roman? Muss ich anfangen? Nein, dann lassen wir Herbert anfangen. Wieso muss ich immer hier anfangen? Ich habe gesagt, Hermann. 1:1 tippt Hermann Paske. Ja, aber das ist ein komplett anderer Unterschied. Ja, weil es ganz einfach das Einfachere ist. Heute und morgen trainieren die Ungarn unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Was ist jetzt? Kommt her, Jungs, kommt her! Die Mannschaft hat sich im Großen und Ganzen nicht besonders geändert. Damals hat man gesprochen schon von einem Umbruch, der kommen muss im russischen Fernsehen, so in der russischen Nation, dort auch. Der Roman und ich sagen artig auf Wiedersehen. Schafft's gut. Ja, und ich sage, du hast heute die Szene des Tages nicht angesagt und die kommt jetzt. Und zwar? Dafür von mir gegen Island gesperrt und damit guten.